Rapunzel will immer noch die Lichter sehen im königlichen Schloss und da ziehen wir auch direkt mal den Weg weiter entlang. Ja, wir ziehen ihn entlang. Oh, oh my gosh. Oh, breathtaking. Ja, das sieht ja tatsächlich sehr, sehr schön aus. Und die Äste da oben, wisst ihr, was man da machen kann? Man kann ja sich nicht nur ranhangeln. Man kann sogar von Ast zu Ast schwingen. Es gab zum Beispiel im letzten Mal... Oh, Hammer! Richtig cool. Nach unten gleiten, das ist ja hier Monster Hunter-Style. Sofort hier Langschwert oder was auch immer rausholen und schlitzen. Ja, hier fehlt ein Monster. Wo ist denn hier der Dämonio, wenn man ihn mal braucht? Der müsste hier durchs Bild wackeln. Mit dem Großjagras im Maul. Und dann kommt dann noch größere Großjagras und mampft den Dämonio. Aber das ist eine komplett andere Geschichte. Oh, die sind aber alle gut drauf hier. Kann das sein? Ist doch Montag. Montag ist der erste Tag der Woche. Der Arbeitswoche. Kein Grund zum Jubeln. Dann wir schauen mal da drüben. Ja, kennt ihr die Vögel noch? Das erinnert mich auch an Monster Hunter. Und zwar die eine Jagd nach den seltenen Vögeln, wie sie hinten auf dem Rücken eines Monstrums drauf saßen. Konnte man nur auf diese Art und Weise auch fangen. Eincatchen. Und ich wollte doch nur hier einfach die Story weitermachen. Aber hier ist so schön. Wir müssen hier bleiben. Es ist doch hundertprozentig so, dass dann die nächsten Welten nicht mehr so schön sind. Also erfreuen wir uns an dem Glanze dieses schönen Waldes. Ach, schön. Schön, schön, schön. Hui. Sagte die Schnecke auf der Schildkröte. Ja, überall gegenbouncen. Hier in den Busch rein, da gegen den Baum klatschen. Juhu! Dann treten wir in eine Kastanie rein. Ja, juhu! Den ein oder anderen Käfer zermanschen wir ebenfalls. Juhu! This is amazing. Wow, Hammer, Hammer, Hammer! Pretty amazing! Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Großartiges verpasst. Wir standen jetzt am Wasser, haben da irgendwas bekommen. FP Plus, glaube ich. Und jetzt gab es hier eine riesen dicke, fette Katzenunterbrechung mal wieder. Ja, wird öfter passieren. Wer mich kennt, weiß, die Katzen nerven ab und zu. Gerade wenn sie ein bisschen am Rumkämpeln sind und hier alles rumschmeißen. Und das muss ich auch mal kurz erzählen. Ob ihr es glaubt oder nicht. Im Stream haben wir schon gesehen, mein Kater hat ja die Fähigkeit, da anscheinend mit der Tatze mein Gamepad zu bedienen. Wie auch immer das funktionieren soll. Aber er hat es geschafft. Und wisst ihr, was er jetzt geschafft hat? Die haben beim Rumtoben mein Mikro runtergerissen. Und das hat einen Stahlfuß. Ich habe ein Stahlfuß-Mikro, Alter. Und das Ding purzelt runter. Vom Tisch in Richtung PlayStation. Keine Angst, die PlayStation, die ist schon ziemlich weit weg. Aber dieser Stahlfuß ist so blöd auf das Ladekabel, was ja den PS4-Controller mit der PlayStation verbindet. Das ist da drauf gefallen und das Kabel wurde wie so ein sauberer Schnitt in zwei geteilt. Das bitte mal sacken lassen. Sowas passiert dir im Hause des Let's Players beim Aufnehmen. Da kriegst du einfach ein zu viel und das nach der Arbeit. Alter, was ist los? Es geht schon wieder los. Ja, das wollte ich kurz erwähnen, ne, damit ihr auch hier nicht denkt, ja, oh, du hast ja ganz, ganz süße Haustiere zum Knuddeln. Ne, die sind nicht nur zum Knuddeln. Ja, die machen ja alles kurz und kleine. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Muss ich neues Kabel kaufen? Nice shit. Schöne Scheiße. Okay, egal. Machen wir weiter. Ich glaube, das ist auch dann das Spannendste, was jetzt in der Folge heute passiert. mehr gibt's nicht. Wer jetzt die Action haben will, sie sei hiermit beendet. Denn die restlichen Kämpfe werden ja wahrscheinlich genauso einfach wie auch in den Folgen zuvor. Meine Vermutung. Und wir haben wieder einen sehr langen Ladebalken. Einen furchtbar langen Ladebalken. Oh, ich dachte, ich kann da draußen noch diesen Sicherkunden. Der sah so schön aus, so schön groß. Meister Nase, er sitzt auf dem Bordstein. Runterschubsen. Rapunzel sure looks happy. Well, her dream's gonna come true. They're sending the lanterns up after dark. Oder auch nicht. Cool. We don't want to miss that. Da kommt doch was dazwischen. Wow. Sure is ja, wow, ein Speicherpunkt.
Ein Mogi-Laden. Ich habe natürlich letzte Folge, also nach dem Ende der letzten Folge, alles geholt. Ich habe gar nicht so viel verpasst. Oh, hier, Truhe. Ach, ich komme noch nicht hin. Ja, die feiern den Geburtstag. Zutaten? Na, wenn der sagt, hier sind Zutaten, dann sollten wir noch mal ein bisschen genauer hingucken. Wo ist es denn hier grün? Grün, grün, grün sind alle meine Kleider. Grün, grün, grün ist alles, was ich mag. Gerade wenn es sich um Zutaten dreht. Oh, sag mal, saß dein Bruder nicht da oben irgendwo? Mhm, auch das ist wieder eine Stadt mit sehr, sehr vielen Zwillingen. Finde ich schön, da kennt man sich zumindest. Und wo sind hier die Zutaten? Der hat doch gesagt, hier sind welche irgendwo hier. Kann ich die klauen? Oh, hat er nicht gesehen. Wir haben da einfach gemobbt, ohne zu bezahlen. Nicht gut. Eine Aubergine, aber Rapunzel ist doch schon weg. Wir hatten das geschafft. Das war eine Menge Arbeit. Ach ja, und der König, der sah mal so traurig aus. Das hat mir mal voll leid. Come on, everyone. Come dance with us. Ja, cool, oder? Andere Leute musste dazu bezahlen, dass die hier so ein bisschen Animation machen. Ah, oh, wir können tanzen. Wann hat denn Sora bitte tanzen gelernt? Mach beim Stadtfest und mit. Mach mit beim Stadtfest und zeig, was du kannst. Geh zu Schappelwundern und tanze. Okay, alles klar. Ich habe aber irgendwie keinen Bock auf tanzen. Wir können uns mit Kreis drehen und herumwirbeln und X schreiten und stampfen und klatschen mit Viereck. Ich will aber herzlose klatschen mit Viereck, das kann ich doch viel besser. Dann Dreieck drücken, wenn wir in der Nähe eines auffälligen Objekts sind. Ach ja, und nebenbei beim Tanzen einfach mal ein paar Sachen mitgehen lassen. Und drei drücken, wenn es verlangt wird, um alle in der Mitte zu versammeln. Und tanze mit Rapunzel. Ach, wurde schon. Ah, das ist echt geil. Wir machen einfach hier eine One-Man-Show. This is so fun. Dann muss ich mit den Kreisen irgendwas machen? Hier, einmal abklatschen, bitte. Das ist witzig. Keep dancing. Oh, wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich einfach mal Dreieck gedrückt. Oder muss ich nur diesen Symbol einfach langlaufen? Ich glaube, ich muss nebenbei noch was drücken, wa? This is so fun. Keep dancing. Oh, das war schlecht. Wir gehen sofort zu Flynn. You got it. Keep dancing.
Oh, ich will gerne noch nebenbei mit den Objekten hier interagieren, wenn es denn geht. Na, haben wir noch irgendwas Cooles? Okay, ich habe ja jetzt erst gecheckt, dass ich wirklich immer nur in den Kreisen irgendeine bestimmte Taste drücken muss. Ah, das ist schon echt geil irgendwie. Also irgendwie ist es cool. Und kann ich hier mit Rapunzel ein bisschen tanzen? Ach, verdrückt, fuck! This is so fun! To the boats! Ach, finde ich schön, dass sie doch alle können! Ja, hier, da wird Freistil noch groß geschrieben und irgendwie sah der Freistil auch sehr professionell aus. Sora hat's drauf und Rapunzel hat's auch drauf. Die war noch nie unter Leuten, aber die kann einfach alles. Die kann kämpfen, die kann tanzen. Ne? Ja, und schön aussehen tut's auch noch. Und was macht Flynn eigentlich? Der muss ja immer erst animiert werden. Aber irgendwie schaffen es die beiden trotzdem zusammen. Und jetzt geht's los. Die Lichter. Looking out a window for 18 years, dreaming about what it might feel like when those lights rise in the sky. What if it's not everything I dreamed it would be? It will be. And what if it is? What do I do then? Well, that's the good part, I guess. You get to go find a new dream. I have something for you, too. I should have given it to you before, but I was just scared. And the thing is, I'm not scared anymore. You know what I mean? I'm starting to.
I'm sorry. Everything is fine. There's just something I have to take care of. Okay. I'll be right back. It's all right, Pascal. Aber in der Tasche dürfte doch die Krone gar nicht mehr drin sein, oder? Weil die hat sie doch zu Hause im Turm gelassen. Das hat doch dann die jetzige Mutter gefunden. Could you guys have possibly picked a worse time? I don't think they appreciate the moment, Sora. What? Naja, wir können ja froh sein, dass die jetzt noch abgewartet haben. Denn in einem stimme ich mit Sora auf jeden Fall überein. Das war wunderschön. Wie letztes Mal schon gesagt, man müsste sich eigentlich den Film komplett nochmal reinziehen. Wer macht denn da so viel Schaden? Ist das Donald mit seinen ganzen magischen Fähigkeiten? Ja, abbrechen. Mach nochmal. Ja, wenn wir es haben, nutzen wir es auch. Aber das sah alles wirklich sehr, sehr schön aus. Ja, und wie gesagt, ich denke, das wird dann schon die beste Welt sein, die wir haben können. Die sollten wir echt genießen. Und das ist, glaube ich, eine neue Fähigkeit. Ich weiß nicht, wann wir die bekommen haben. Aber ich muss immer dann drücken, wenn der weiße Strahl am Rand des Karussells sich befindet. Oh, das ging aber echt gut. Wir haben echt oft getroffen. Also beim ersten Mal habe ich da sehr oft gefehlt, aber wir haben nicht einmal nicht den Kreis erwischt. Zwar nicht immer perfekt, aber wir haben es gemeistert. Ja, und unser Level ist auch gestiegen. Wir waren letzte Folge, glaube ich, noch bei Level 18 und jetzt bei der ganz normalen Erkundung haben wir es sogar schon auf Stufe 20 gebracht. Und ich mag diesen Skill. Der haut so verdammt rein, habe ich zumindest das Gefühl. Und wieso werden wir hier darauf attackiert? Treff nicht. Doch, jetzt haben wir ihn erwischt. Und den müssen wir attackieren für eine Spezialattacke. Wobei, wir haben schon Raketentanz. Und ich habe ja auch ein paar Zauber. Habe ich euch das schon gezeigt? Ich habe jetzt ja andere Zauber auf die Schnelltasten gelegt. Wir haben wieder was Neues gelernt. Sind wir im Level gestiegen? Oh, schon wieder was Neues. Gehen an die Luft schleudern. Wenn du die Fertigkeit Spiralhaken angelegt hast, kannst du gehen an die Luft schleudern. Die Frage ist, ob das sinnvoll ist. Brauchen wir das? Also schön XXX und dann einfach Kreis drücken. Müssen wir probieren. Ich nimm's mal mit rein, weil alles, was du an Level-Up-Skills bekommst, musst du ja auch wirklich ausgerüstet haben. Spiel? Spiel? Eugene? Ja, der kann sich nicht bewegen, der ist gefesselt. Oh dear, he's run off with the crown and forgotten you. No,
He wouldn't. Who are you? Forget Flynn Rider. You know where you belong, and it's not with him. Now. Ach, das erste Mal, dass die Haare stürmen. Rapunzel! Mother? Oh, my precious girl. Mother? Are you all right? Are you hurt? Mother, how did you... I was so worried about you, dear. So I followed you. And I saw them attack you and... Oh my... Let's go! Let's go! Before they come too! Oh, jetzt dürfte ihr Herz auch gut angreifbar sein. Sie fühlt sich im Stich gelassen. Huh? Hey, isn't that Rapunzel? Wait! Rapunzel! Oh. Show some decorum. You again! Marluxia! The girl has found her dear mother. You should let them be. And why is that? Because Rapunzel is far too important. Atop her tower, she must remain out of sight and live out her days with Mother Gothel. And never see anyone else? But that's like locking her in some prison. That is exactly what it's like. Rapunzel's hair holds the powerful magic of healing. And yes, Mother Gothel wants it for herself, as do others. And if Mother Gothel's actions will protect Rapunzel, preserve her, then she is doing the organization a favor. What favor? Let's say she's keeping Rapunzel on the shelf for us. An extra pawn in case you fail to find the remaining Guardians of Light. And we have occasion to call on other Hearts of Light instead. A new 7 hearts to fill out the ranks. New 7 hearts? Yes. 7 who inherited the princess's light after their role was fulfilled. So you don't care about her? You guys just want Rapunzel for your own purposes. Well, you're done here. I just knew you would go and make a scene. Very well. Then it's lights out for you. Sora! You always were such a sound sleeper. So einfach? Ich meine, wenn ihr Sora so einfach ausknipsen können? Wieso dann nicht schon vorher? Ja, und ihr habt's gelesen? Magie steckt in den Haaren von Rapunzel. Thank you.
lost princess. Oh, please speak up, Rapunzel. You know how I hate the mumbling. I am the lost princess, aren't I? Did I mumble, Mother? Or should I even call you that? Oh, Rapunzel. Do you even hear yourself? Why would you ask such a ridiculous question? It was you! It was all you! Everything I did was to protect you. Rapunzel! I've spent my entire life hiding from people who would use me for my power. Rapunzel! When I should have been hiding from you! Where will you go? He won't be there for you. What did you do to him? That criminal's to be hanged for his crimes. No. No, no, it's all right. Listen to me. All of this is as it should be. No, no! You were wrong about the world. And you were wrong about me. And I will never let you use my hair again! You want me to be the bad guy? Fine. Now I'm the bad guy. Jetzt haben wir zwei Probleme. Wir müssen einmal Rapunzel aus der Patsche helfen und wir selber müssen auch erstmal irgendwie schaffen zu erwachen. Womax, whoa! Flynn! Is Sora okay? We don't know. We keep calling his name and shaking him, but he won't open his eyes. Sora! Wake up! Unresponsive sidekick. Wait a minute. I know how to fix this. Man, Wasser holen. Give him a wash. Ja, abgeleckt. Sora! Well, that did the trick. Nice work, Max. Huh? How did I end up? Oh no! Flynn, Rapunzel's being held prisoner. That's right. In her mother's tower. This calls for a rescue. Are you with me? Yeah. Ja. Da sinken wir schön zusammen. Ah, komm schon, Maximus, du schaffst das. Let's go, Max. We'll take it from here, Flynn. Go help Rapunzel. Thanks. Na, hoffentlich müssen wir nicht dann auch gegen Flynn antreten später, weil auch sein Herz übernommen wird. Kann ja alles passieren. Wir wissen es nicht. Ach, ich wollte ausweichen. Crap. Oh, kann das sein, dass die auch eine zu krasse Fähigkeit haben? Du kannst dagegen auch nichts machen, weil die unterbrechen dich auch. Der Schaden sah auch sehr fett aus, den die gemacht haben. Die müssen wir zuerst ausknipsen.
Na, dann fängt's doch langsam an, hier interessant zu werden. Komm schon, dann immer viel. Natürlich. Die paar Lebenspunkte und der Konto zuerst angreifen. Ach, der war geschützt in seinem komischen Blumenmodus. Wo sind sie hin? Okay, wir müssen zu Fuß. Das heißt, wir müssen uns ja auch dann einfach nur den Weg dahin schlagen. Und was ich auch erst im letzten Part gesehen habe, oben links in der Ecke steht ja, wie viele Punkte man noch braucht, um ins nächste Level abzukommen. Die blaue Zahl. Also die sinkt immer. Je mehr wir besiegen, desto kleiner wird die Zahl, weil wir einfach mal mehr Erfahrungspunkte dazu bekommen. Da ist ein grüner Punkt. Ach, der Speicherpunkt. Speichern müssen wir noch nicht. Gott, sagen wir, wo kam jetzt der her? Wo ist denn der hin? Da. Also die Attacke ist so fett, ich habe keine Ahnung, was sie an Gesamtschaden verursacht, aber wir müssen mal bei dem Bosskampf, bei dem nächsten drauf achten. Aber die fühlt sich einfach so massiv an, so mächtig. Ja, wir müssen echt den ganzen Weg zu Fuß zurück. Ja, war ein Fehler. Die war schon besiegt, leider. Ach ja, wir haben noch eine neue Fähigkeit bekommen. Die wollte ich auch noch austesten. Das muss ich mir ganz kurz anschauen. Sora hatte einen neuen Skill bekommen. Hier, Spiralhaken. Drücke Kreis genau, während du eine Kombo ausführst. Wir haben noch genug Punkte übrig. Wird sofort getestet. Wir müssen nach unten. Ja, das darf ich mir nicht verlaufen. Also ich weiß, wir müssen nicht jeden Kampf machen, aber also das Level abnehmen wir mit. Ja, Stufe 21, Angriff und Magie gestiegen. Hat sich gelohnt. Das war schon mal. Nochmal so ein Pferd. Ja, wir haben es eilig. Wir müssen Rapunzel helfen. Und wir werden noch mal unterbrochen. Noch mehr Gegner und noch viel mehr Zauberklassen. Ja, die Flausche müssen weg.
Die Flauschlinge müssen weg. Auch ein sehr schöner Skill. Wir müssen nur alle so anvisieren. Ach Mist, ich wollte springen. Ich wollte eine richtig schöne Wasserbahn jetzt gestalten. Wir nutzen einfach alles, was geht. So wie immer. Ja, ein Goofy-Bomber hinterher. Haben wir's? Neuer Rüstungsslot. Hammer. Ausrüsten. Bevor es in den Turm geht, unbedingt ausrüsten. Rapunzel, I thought I'd never see you again. Huh? Oh. Erstochen. Aber wir haben kein Blut gesehen. Ich glaube, die hat daneben gestochen. Natürlich nicht, aber ich meine, ist natürlich hier ne, USK, keine Ahnung, oder FSK. Null. Darf man das so zeigen? Uhi, uhi, Lizenzprobleme, ich sag's ja. Abspeichern. Und den Slot, den müssen wir auf jeden Fall mit irgendetwas Coolem auch bestücken. Hier, Rüstungsslot, tatsächlich. Ich habe auch ziemlich coole Sachen schon abgegeben, leider. Tja, wenn ich jetzt wüsste, was ich für einen Schutz brauche. Vielleicht Dunkelresistenz? Na, ich nehme es mal mit rein. Warum denn nicht? Save him. I will go with you. No. No, Rapunzel. I'll never run. I'll never try to escape. Just let me heal him, and you and I will be together. Forever. Just like you want. Everything will be the way it was. I promise. Just like you want. Just... let me heal him. In case you get any ideas about following us. You... Eugene! I'm so sorry. Everything is gonna be okay, though. No, Rapunzel. I promise. You have to trust me. No. I can't let you do this. And I can't let you die. But if you do this... but if you do this, then you will die. Hey, it's gonna be all right. Rapunzel. Wait. Eugene, what? No! Oh no! No! What have you done? What have you done? Oh. Oh.
fall into darkness. We can't allow her near our pure light now. Her presence would only cast a pall over it. Das war auch eine sehr epische Szene, im Film richtig genial gemacht. Das könnte auch genau die Szene sein, die zu einer weiteren Lizenzstörung führen wird. Hat ja Cludum ja schon geschrieben, denn genau das war bei ihm auch der Punkt, wo das Video gesperrt wurde. Also entweder konnte ich es am Stück zeigen oder ich muss es auch rausschneiden. Weil einfach genau diese Szene dem Originalvideo so ähnlich ist, dass Disney denkt, man will hier Stellen vom Film zeigen. Das zur Erklärung jetzt schon mal, falls es hart auf hart kommt. Ja, und jetzt können wir uns mit dem etwas mehr beschäftigen. Es ist eine Baumkreatur und sie kann irgendwelche Vögel spawnen lassen. Die können wir, glaube ich, aber nicht besiegen, oder? Oder angreifen? Ich muss mit Fernkampf-Skills es probieren, denke ich. Oder kann ich da hoch? Oh, und die Kampfbühne ist schrecklich. Also entweder kommt er nach unten, aber ich nach oben geht nicht. Weil die Schräge führt immer dazu, dass ich da abrutsche. Ich hoffe, der folgt uns. Wenn nicht, bleibe ich da einfach hier. Doch, der folgt uns. Ja, hauen wir erstmal alles an Magie drauf, was geht. Nichts gebracht. Oh, was nun? Ah, wir müssen hier einen Weg rausfinden, alles klar. Wow, auch da ist er nämlich irgendwie am Monster Hunter. Basil Geusel, ja, hier kommt raus. So. Wir haben es doch fast geschafft. Ich wollte gerade sagen, aber die Mummeln erwischen uns gar nicht. Doch, jetzt hoch. Nein! Alter, Kamera hässlich. Och, gibt's doch nicht. Jetzt. Gerade hochlatschen. So ist gut. Ist ja voll gemein, dass er fliegen kann. Ah, Mist! Zu spät ausgewichen. Oh, diese Mist, die müssen unbedingt besiegt werden. Was, kann ich gar nicht? Hallo? Was? Was war das bitte für eine Attacke, Alter? Na, er macht's dreimal halt. Na, hat's was gebracht? Yeah.
Oh, die haben zu Überlebensenergie. Okay, die brauchen halt nur ein bisschen, verstehe. Die haben halt sehr, sehr lange an Zeit auch benötigt, bis man sich da loslösen konnte. Wo ist er hin? Da ist er. Konnte er noch ausweichen? Ah, er rettet sich schon mal. Ah, und er geht wieder nach oben. Er hatte aber nicht mehr viele Lebenspunkte übrig. Das müssen wir bloß hier irgendwie raus. Es kommen die Bälle erneut. Kann das sein, dass die Bälle auch mehr geworden sind? Das ist jetzt nicht sein Ernst, Alter. Komm schon! Wow, oh, fett! Wenn das der Finisher wäre, Alter! Das hätte der Finisher sein müssen, das wäre richtig krass gewesen. Schön von oben, unten und dann so Hammerschlag. Und dann wäre der ganze Holzkopf zermatscht. Don't go, stay with me, Eugene. Flower gleam and glow, let your power shine. Make the clock reverse. Rapunzel. Bring back what once was mine. Rapunzel. What? Rapunzel, you were my new dream. And you were mine. Eugene. Did I ever tell you I've got a thing for brunette? Eugene!
Wow, Rapunzel, you're finally gonna get to see your real home. I know. I mean, I can't believe it. I can finally be with my real family. I couldn't have done it without your help. You're welcome. Well, from where I'm standing, the kingdom couldn't ask for a better princess. And I couldn't have asked for better sidekicks. Thanks. Yes, thank you so much. Happily ever after. Mm-hmm. Now, Flynn, you and Maximus play nice. Huh? Fine. You're gonna be great. Huh? We haven't seen the guy controlling the monsters in a while, so that's one less worry. But there's still a chance that he might be around here somewhere. Well, if he comes back and tries to bother Rapunzel again, then Flynn will keep her safe. And we three won't be far behind. Come on! Rapunzel's the tough one, if you ask me. True. But nevertheless, I won't let her out of my sight. Oh, Eugene. Eugene? That's my real name. Eugene Fitzherbert. That's right. I never told you guys. That's different. Der würde mich auflünden. It's a great name. Me too. Nice to re-meet you, Eugene. Hey, I thought I was the only one you were going to tell. Don't worry. I've saved plenty of Fitzherberty secrets. Really? Fritz, hör mal, hey, Geheimnisse. What are you two lovebirds talking about? Nothing! Nothing. You can tell us. Yeah, it's not nice to keep secrets. This one is none of your business. Maximus, get him! Huh? You have got to be kidding me! Ach schön, irgendwie auch schade, dass das jetzt schon zu Ende ist. Auch schade, dass man jetzt, wenn man Rapunzel hat nie gesehen hatte, hier massiv gespoilert wurde, weil das ist tatsächlich schon stark vieles vom Film übernommen worden. Aber mir hat es richtig gut gefallen. Also ich würde am liebsten hier ewig bleiben. Das war so wunderschön gerade. Ja, da muss man erstmal durchatmen. Wir kriegen jetzt wieder was Neues. Ein weiteres Schlüsselschwert, immer und ewig. Mit Fokus auf Magie. Und Illusionsstab. Damit werden wir dann in dem nächsten Gebiet uns ein bisschen rumprobieren. Immer und ewig. Wir können Viereck drücken. Okay, ausweichen und dann wird ein Avatar hinterlassen. Ach, und dann mache ich eine Kombo und dann greifen alle Avatare an? Wie heißt denn das? Also einfach ausweichen, ausweichen, ausweichen. Dann habe ich hier, so wie Naruto, erstmal so 100 Doubles und dann immer gib ihm mit den Schattenklonen. Another world where we got doodly squat. You sure this box thingy's even real? Yes. Yeah, just how do you know that? It is etched. It's what? Come with me. Where to? Those bozos ain't gonna help us. Sora's sure not looking for the box. Who said anything about following them? No. Und diese mysteriöse Box, die seit dem allerersten Teil auch eine Rolle spielt. War das nicht sogar die Box von dem, der überhaupt das Schlüsselschwert und den Schlüsselschwert Krieg prophezeit hatte? Da war doch in der Box noch irgendwas drin gewesen. What? We're too late? Yes. Evan would know all about the replicas from his time as Vexen in the organization. He was recompleted like the rest of us.
but he didn't regain consciousness. After Lee left, he must have woken and taken his leave. Alias here and Dylan went out and turned the whole town upside down to try and find him. But no Evan. That's not good. What about his research? Unfortunately, his work on the replicas was incomplete. There may still be documents around, but all of them from well before he made any significant progress. Do you have any idea where he might go? There's no place that he could go now that he's human. He has no means of leaving this world. The dark corridors are beyond his faculties and mine now. Oh, but not everyone's. What if Evan was taken? Of course! The organization could also use the replicas. To fill out their ranks. We'd better go tell Master Yen Sid. And Sora, and the others too. Humanity is a precious gift, and yet you desire to return to the organization? Oh yes, of course. One eradication at Axel's hands was enough to learn where not to place my trust. He gave you a second lease on life. He ripped me away from the one thing I care about. I don't require humanity. Give me my research. I must see it to fruition. No matter the cost. The replicas. Yes. Soon they will replace, not just replicate. Given a heart, they can become just as real as any human. What excellent tidings. I would hate to think we invited you back into our ranks, only for you to fail to deliver our final vessel, Vexen. Mm-hmm.